Sura 98 Al-Bayyina, der deutliche Beweis, offenbart zu Al-Madina 8 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Diejenigen, die ungläubig sind unter dem Volk der Schrift und die Götzendiener, können von ihrem Irrtum nicht befreit werden, bis der deutliche Beweis zu ihnen kommt. Ein Gesandter von Allah, der ihnen rein erhaltene Koranabschnitte verliest, in denen geradlinige Vorschriften enthalten sind. Und die, denen die Schrift gegeben wurde, waren nicht eher gespalten, als bis der deutliche Beweis zu ihnen gekommen war. Und doch war ihnen nichts anderes befohlen worden, als Allah treu in lauterem Glauben zu dienen und das Gebet zu verrichten und die Zakat zu entrichten. Und das ist die Religion der Gradlinigkeit. Wahrlich, jene, die ungläubig sind unter dem Volk der Schrift und die Götzendiener, werden im Feuer der Jahannam sein. Ewig werden sie darin bleiben. Diese sind die schlechtesten der Geschöpfe. Wahrlich, diejenigen aber, die glauben und gute Werke tun, sind die besten der Geschöpfe. Ihr Lohn bei ihrem Herrn sind die Gärten von Eden, durcheilt von Bächen. Ewig und immerdar werden sie darin verweilen. Allah ist mit ihnen wohl zufrieden und sie sind wohl zufrieden mit ihm. Dies ist für den, der seinen Herrn fürchtet.